Was geht YouTube und herzlich willkommen zur nächsten Episode der COD-Woche hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ja, die Folge von gestern kam hier nicht, sondern die kam auf dem Hauptkanal quasi, also auf Marcel's Kopf. Das heißt, Hauptkanal eigentlich im Kopf gewichtig, beide Channels relativ gleich, also von daher. Sie kam auf jeden Fall auf Marcel's Kopf hin, war eins meiner coolsten Live-Videos bisher. Ich packe euch mal den Link ganz oben in die Videobeschreibung, das müsst ihr auf jeden Fall gesehen haben, Leute. Ohne Scheiß müsst ihr gesehen haben. 6, 5... Ja, heute spielen wir, wie versprochen, Advanced Warfare, das PSN ist wieder da und ich erzähle euch nebenbei ein bisschen was. Also ich erzähle euch was, wenn die Gegner nicht so schlimm sind. Das ist meine erste Runde heute, nice Spawn, den ich hier bekommen habe. Oh Gott. So. Alles klar, Digga. Ja, Leute, und zwar war ich gestern mit dem Klitschko-Kampf. Ich kann nicht respawnen. Ich kann nicht respawnen. Ich kann nicht respawnen. Alles klar. Ich war gestern mit dem Klitschko-Kampf, Leute, und ohne Scheiß, er hat verloren. Er hat einfach verloren. Das war schon heftig. Ich war in der Esprit-Arena in Düsseldorf. Und das war echt schon mega. Also, habe ich schon gesagt, meine erste Runde heute. Also, ich hoffe, dass ich jetzt nicht ganz so hart versage. Turn on, turn on, turn on. Oh mein Gott, die haben mich gesandwiched, die Bastarde. Boah, scheiße, die schwitzen da rum im Waffenspiel, oder was? Was ist denn mit denen los? So, den haben wir. Easy. Das Movement ist so anders als Black Ops 3, das ist unglaublich. Das hat nicht mal andersweise was mit dem hier zu tun. Es spielt sich so anders. Wirklich, spielt das mal das Spiel. Es fühlt sich so falsch einfach an. Oh Gott, so. Vor allem, man sieht doch nicht mal, wo die herkommen hier. Das ist ja das Behindertste überhaupt. So, easy. Okay, let's go. Ja, ich will das Game eigentlich nur gewinnen hier. Alles andere ist mir egal. Und wie gesagt, das Video von gestern auf Marcel Scorpion müsst ihr auschecken. Und was ich euch mal empfehlen würde, Leute, so ein kleiner Pro-Tipp. Geht mal zum Boxkampf. Das hat echt, das war gestern einer der unterhaltsamsten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Und natürlich auch der erste Live-Kampf. Also, das Box geht man ja nicht alle Tage hin. Mein Gott, wo seid ihr denn? Sitzt ihr hier in der Ecke oder was? Leute, hallo? So, komm, komm, komm. Nicht verlieren, nicht verlieren, nicht verlieren. Mein Endscore ist mir wie gesagt egal, weil in AW bin ich schon froh, wenn ich das gewinne, weil das, keine Ahnung, die schwitzen schon ein bisschen rum hier in der Lobby. Na nice, die Shotgun ging schnell, das ist wichtig. So. Nein, oh, belastend. Boah, scheiße, der andere schwitzt, Mann. Der andere schwitzt, komm. Okay, gut. Sie werden ja hier nicht auf dem Radar angezeigt wie bei Black Ops 2. Ich weiß nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Haben sie wahrscheinlich einfach vergessen. Bei AW haben sie generell vieles vergessen. Ich triggere hier einfach mit der Waffe. Boah, scheiße, Mann. 13 zu 14. Schnell, 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 schnell. Also Leute, wie gesagt, es war echt ein cooler Abend gestern, da bin ich noch 3 Stunden Auto gefahren. Also das war schon ein bisschen anstrengend, aber was soll's. So, ich weiß ja nicht, was das für eine Waffe ist, die ich hier gerade habe. Ich weiß nur, dass ich hier eine Spur gesehen habe. Boah, mein Gott. So, was ist das denn hier? Ein MG oder was? Was ist das für eine Waffe? Das ist diese Shotgun, oder? Diese, die sich anhört wie so ein Subwoofer. Aber original, Alter. So witzig, Mann. Hier muss ich auch auf Short Range gehen. Kann ich niemals was challengen. Mit der Scheiße hier. Genau so. Was ist das hier für eine Waffe? Manche Waffen sehe ich hier zum ersten Mal, wenn ich diesen Modus spiele. Das ist kein Witz. So, schön. Die RW1. Nein! Nein, mit der muss man einfach treffen. Man muss mit ihr treffen, sonst ist es scheiße. So, versuchen wir mal hier irgendwas. Oh, über die Range geht's nicht. Ich will nicht wissen, wie weak war er wohl? Wie weak war er? Interessiert mich jetzt gerade echt mal. Ich hasse diese One-Shot-Pistol, Alter. Bei mir macht die nämlich nie One-Shot. Ich weiß auch, wie ich eins von meiner ersten Herrschafts-DNA-Bomb gestorben bin, weil sie keinen One-Shot gemacht hat. Boah, das war so behindert. So. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das für eine Szene gewesen? Was war da? Ich dachte, ich habe ihn getötet. Oh mein Gott, was war das für eine kranke Szene? Heiliger Hase. Nein, 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 nein. Scheiße, muss er ja damit genau treffen, um damit Schaden zu machen.
Nein, 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 nein. Lad doch nach. Lad doch einfach nach, Junge. Wie lange dauert das bei der Waffe, Mann? Na, wir sind die Waffen für Waffen spielt echt ein bisschen merkwürdig. Ja, endlich, man geht doch so. Armbrust wird es eh. Also unter 10 Tode bleibe ich hier nie im Leben. Was? Was? Ich habe ihn getroffen. Perfekte Runde. Alles klar, Leute. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Runde gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung dafür da, Leute. Ich habe ihn anscheinend hier direkt getroffen. Unglaublich. War meine erste Runde des Tages. Und dann würde ich noch sagen, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.